Güschel, ein süßes Safranbrot aus dem Kanton Freiburg in der Schweiz. Ich mache mir zuerst ein Kochstück. Das heißt, die Milch wird leicht aufgekocht, da kommen die Safranfäden rein, bis das Ganze aufgelöst ist, Mehl dazu, aufkochen, bis alles bindet, kühl stellen. Dann mache ich mir noch einen Vorteig, 12 Stunden reifen lassen. Alles zusammen mit den restlichen Zutaten in die Küchenmaschine geben, richtig gut kneten, am Schluss noch eine leichte Bassinage mit etwas Milch machen, 2 Stunden gehen lassen, in der Zwischenzeit stretchen und falten, 2 Kugeln formen, mit Ei bestreichen, 1 Stunde gehen lassen, nochmal mit Ei bestreichen, ein Rautenmuster einschneiden und bei 180 Grad für 30 bis 35 Minuten backen. Screenshot machen fürs Rezept, gerne einen Kommentar da lassen und sagen, was ich als nächstes backen soll.